Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe. Alle reden über Work-Life-Balance, doch wirklich alle? Nein, ein Unternehmen in Burladingen, das lehnt Work-Life-Balance ab. Und ich beziehe mich damit auf ein Interview, das der Herr Grupp von der Firma Trigema auf dem Internetportal Focus gegeben hat. Und ich garantiere es heute, es wird heute besonders lustig in dem Video. Und auch ein sehr guter Freund im Lean Management hat mir heute noch seine negativen Erfahrungen berichtet über ein renommiertes Unternehmen in Baden-Württemberg, um was da so alles schiefläuft, beziehungsweise warum man sich dreimal überlegen sollte, nach Baden-Württemberg zu ziehen. All das heute in diesem Video. Ja, legen wir los. Also, es gibt anscheinend noch japanische Verhältnisse in Baden-Württemberg. Was will ich damit sagen? Nun, dass der Arbeiter, der kleine Mann, ein kleines Getriebe ist in einem ganz großen Werk. Und ich möchte mich da auf dieses Interview zitieren, was der Herr Grupp auf Focus gemacht hat. Und ich zitiere da, und eine freie Zeiteinteilung hieße ja, dass ich meinen Mitarbeitern suggeriere, dass das Privatleben an erster Stelle steht und die Arbeit eine Nebensache ist und somit die Leistung, die sie mit sich bringen, nicht so wichtig ist. Nur die Leistung ist das Entscheidende. Und ich sage ja auch nicht, dass meine Hobbys an erster Stelle stehen. Und dann kommt noch mal ein ganz wichtiger Satz. Er sagt nämlich, je wichtiger meine Arbeiter oder Mitarbeiter für mich sind, desto mehr erwarte ich von ihnen. Und da lernen wir wieder zwei Sachen. Also, wer arbeitet, der tauscht natürlich Lebenszeit gegen Geld. Und ein Unternehmer zahlt immer nur das Minimum, was er gerade zahlen muss, und erwartet aber natürlich das Maximum von seinen Angestellten. Und in Baden-Württemberg ist es oft so, dass darüber hinaus noch etwas mehr erwartet wird. Denn man hat da sozusagen eine japanische Unternehmenskultur so in vielen Unternehmen drin, dass man immer noch sagt, es ist eine Ehre, wenn du für uns schaffen darfst, wenn du was leisten darfst und du bist ja, du trägst ja dazu bei und du wächst ja mit uns, ja. Und da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche arbeitsrechtlichen Regelungen großartig beachten, Überstunden, das machen wir doch gerne, denn die Firma muss ja wachsen. Und wer sowas heute noch von sich gibt, da packe ich mich wirklich an die Mütze. Und das sind solche Patriarchen, das sind ja Relikte aus den 80er, 70ern oder wenn noch von früherer Zeit. Nur, dass diese Leute das nicht erkennen, dass die Welt sich dreht und weiterentwickelt. Das ist das Traurige. Und diese Leute, die natürlich in ihrer Vergangenheit auch was geleistet haben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das möchte ich auch gar nicht negieren, aber die sich jetzt nicht anpassen, die begehen einen kapitalen Fehler. Und ich möchte das Rad noch weiterspinnen, ja. Mein Bekannter von mir, der hat sich jetzt heute zum letzten Mal in Baden-Württemberg beworben. Und Lean Management ist ja eine Kultur. Das heißt also, Lean Management heißt People First. Und diese Kultur soll in einem Unternehmen implementiert werden. Das heißt also zum Leitfaden werden. Und ich höre auch immer wieder, dass Unternehmen in Baden-Württemberg ja immer wieder mit dem kommen, ja, es ist eine Ehre, wenn du für uns schaffst. Und auch immer wieder den Kapitalfehler begehen, ja, was haben sie denn früher verdient? Ja, also wenn man jetzt eine Bewerbung hat oder man wirbt jemanden ab auf sozialen Portalen und so weiter und so fort, und der sagt, okay, wenn ich jetzt 100.000, sage ich jetzt mal ganz hochgegriffen in Managerposition, wenn ich jetzt 100.000, wenn ihr mir jetzt 100.000 Euro bezahlt, dann können wir drüber reden. Und da ist schon die Frage letztendlich, also wenn ich schon diese Summe bekomme als HRler und ich kenne ja natürlich auch das Personalbudget, also weiß ich, ob jetzt die Summe 100.000 in das Budget passt oder nicht. Und wenn man dann einen potenziellen Kandidaten hat, der auch gut passen würde in das Unternehmen, dann die Frage stellt, ja, sagen Sie mal, wie viel haben Sie denn früher verdient? Total unprofessionell. Totale unprofessionelle Herangehensweise. Und natürlich war da natürlich mein Freund sehr erbost drüber und fragte, wenn Sie mich nicht leisten können, ich habe einen Job, ja, wenn Sie das nicht bezahlen können, dann ist es auch gut, dann können wir das Gespräch ja beenden. Nein, 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 und überlegen Sie ja mal, das ist ein renommiertes Unternehmen hier. Und was diese Leute einfach nicht sehen, ist ganz einfach so, dass es schon sehr viele Unternehmen gibt in Baden-Württemberg, die natürlich Oldschool-Business sind. Dazu zähle ich auch Bekleidungsindustrie. Wenn Sie jetzt also Arbeiter haben, die Masken nähen, die Kleidung nähen, ja, da haben wir noch diese
klassischen Arbeiterbeschäftigungsverhältnisse, auf die schon immer Karl Marx hingewiesen hat. Ja, Leute, die jetzt nicht gut ausgebildet sind, die wenig Rechte haben, ja, für die man aber die Rechte über die Jahrhunderte her auch erkämpft hat. Ja, wenn man diese Oldschool-Business nimmt oder auch eine Automobilindustrie, die ja schon die Zeichen der Zeit ja schon absolut verpennt hat, ja, und jetzt denkt durch eine Abwrackprämie, ja, da können sie das Rad der Zeit nochmal umdrehen, zurückdrehen. Das ist ja vollkommener Bullshit, ja, und das sind natürlich so unprofessionelle Sachen, aber es geht ja noch weiter. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ein Arbeitnehmer ja immer Arbeitszeit gegen Lebenszeit tauscht. Und viele Leute haben eine 40-Stunden-Woche, manche eine 45-Stunden-Woche. In der Schweiz ist 45 Stunden Standard. Es gibt aber noch Unternehmen, wie gesagt, gerade auch in Baden-Württemberg höre ich immer wieder, das ist eine Ehre, da zu schaffen. Ja? Da sind 70 Stunden, das kann man doch machen. Ja? Man kann auch, da gilt auch nicht der Begriff Reisezeit ist Arbeitszeit. Ja? Da höre ich dann immer wieder, das sollen dann die Mitarbeiter schon sonntags anreisen, ja, damit sie montags frisch beim Kunden sind. Also das ist schon ein kompletter Verstoß gegen das deutsche Arbeitsrecht. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wer arbeitet noch so? Und das ist immer wieder, das höre ich immer wieder. Ich habe vor 2 Jahren, habe ich auch ein interessantes Angebot bekommen von einem Headhunter, wo ich in Ulm hätte arbeiten sollen. Und ich habe dieses Angebot sofort abgelehnt. Ich habe es mir gar nicht durchgelesen. Ich habe nur gelesen Ulm und da war für mich schon die Messe gelesen, ja. Weil ich einfach mir das überhaupt nicht antun wollte, ja. Also ich als alter Fuchs, ich weiß schon, wo man hingeht. Und ich weiß natürlich auch, dass ich natürlich das Geld, dass ich da natürlich A, mehr arbeiten muss und B, natürlich auch die hohen Lebenshaltungskosten habe. Und wir haben noch nicht mal über die mangelnde Digitalisierung in Baden-Württemberg gesprochen. Ich halte es diesmal kurz und knapp. Aber da gibt es ja noch nicht mal bei Telekom 5G in Stuttgart und im Schwarzwald gibt es auch nichts. Da sind sie mit 3 Netzbetreibern auf verlorener Flur. Und also das finde ich immer wieder interessant, wie diese Oldschool-Business-Geschäftsmodelle immer noch versuchen, ihre Mitarbeiter auszupressen, ja, anders kann man das, wie gesagt, wirklich nicht nennen, auszupressen, ja, und ihnen noch zu sagen, dass sie als kleines Rädchen im Getriebe Großes leisten. Also japanische Beschäftigungsverhältnisse ihren Mitarbeitern suggerieren. Denn wenn du keine Arbeit hast, so nach dem Motto, dann ist es eine Schande. Also ganz ehrlich, ich war jetzt ja auch in Baden-Württemberg gewesen und ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. Es gab die Bäckerei Bosselmann, die hat ja auf YouTube einen emotionalen Aufruf gestartet und ich kann da auch wieder entgegenhalten, dass in Baden-Württemberg auch in Corona-Zeiten noch Geld fürs Brotschneiden genommen wird, 10 Cent oder was, ja. Und wenn man dann fragt, warum nehmen Sie Geld fürs Brotschneiden, dann wird Ihnen als Antwort gegeben, ja, weil wir eine Maschine gekauft haben. Ja, das ist jetzt hier keine Stand-up-Comedy, die ich mache. Das ist wahr. Und die besten Geschichten schreibt ja immer das Leben, weil solche Sachen kann man sich ja nicht ausdenken. Die muss man erleben. Und deswegen auch hier nochmal, wir machen ja hier auch Job, Geld, Leben, Business und wir reden hier über Job und Geld. Wir reden hier über Work-Life-Balance. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fallt nicht auf solche Firmen rein. Ja, ich nenne hier keine Namen, aber ich nenne hier eine Region explizit. Und wenn ihr das mehr Geld verdient und ihr müsst mehr dafür arbeiten und habt teure Lebenshaltungskosten, teure Mieten, teure was auch immer, wenn ihr einen Kaffee trinken geht oder essen gehen wollt, was auch immer, es lohnt sich einfach nicht. Lasst die Finger von solchen Sachen und lasst euch nie in einem Interview kleinreden. Was habt ihr denn früher verdient? Ja? So nach dem Motto, was willst du denn, du kleiner Wurm? Ja, wir reichen dir die Hand, ja, und du kannst für uns schaffen, ja, und das T-Shirt kann für uns schwitzen. Also ich will das jetzt auch nicht weiter ins Unendliche drehen. Es war heute ein bisschen lustig, ich kann darüber nur lachen. Wie gesagt, wir machen hier auch keine Geschäfte in Baden-Württemberg, insofern, weil die Leute das sowieso alle besser wissen, ja, was brauchen die, der externe Unterstützung von einer Beratungsagentur. Insofern ja, kann man das auch mal frei Schnauze, sage ich mal, auf YouTube äußern. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Kanal abonnieren, Telegram-Gruppe abonnieren und es geht bald lustig, munter weiter auf diesem Kanal. Bis denn, ciao.